Willkommen zurück in Los Santos. GTA 5. Wir sind Michael, hatten gerade eben eine riesige Psycho-Scheiße hier am Start. Boah, krass. Oh, warum haben wir immer die Waffe draußen? Mensch. Ja, wir werden jetzt in unser Auto gehen und werden wieder eine Hauptmission spielen. Wir werden bei der Hauptmission weitermachen. Warum ist dieses Auto hier mitten auf der Straße? Was soll das? Warum? Warum machst du die Tür nicht zu? Bist du irgendwie deppert? Okay, gut. So, dann können wir los. Ja, wir werden jetzt zu Michael nach Hause fahren. Und dann mal gucken, was die Mission macht. Genau. Ja, also die ersten Missionen waren schon echt heftig. Vor allem mit dem Boot. Oh, guck mal, da können wir was Kleines machen. Ja, bitte. Oh, was macht denn der? Help! That bastard! Just rob me! Fuck this dude. Tell me it's good news. Ah, wir sind ja so nett und bringen es zurück. Hier, bitteschön. What a gentleman. And for once, I'm not being sarcastic. Fick dich. Hallo? Können Sie mir nicht... Achso. Ah, okay. Cool. Ah. Ich möchte das Geld komplett haben, bitte. Danke. Einmal in your ass. Ha! Yeah! Oh mein Gott, das war jetzt echt gemein. Aber naja, okay. So sind wir halt. Wir sind halt Michael. Michael hat so sein Eigenleben. Er darf das. So, dann, ja, wo sind wir nicht stehen geblieben? Genau, die letzte Mission war ja, also das mit der Yacht war ja schon echt heftig. Ich bin gespannt, was mich jetzt erwartet. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Es war so lange her, als ich das gespielt habe. Jetzt bin ich natürlich echt, boah, ich weiß gar nicht, wo lange ich fahren muss. Bin ich natürlich echt gespannt, was denn jetzt passiert. Oh, das ist eine geile Karre, Mann. Die sieht geil aus. Mein Gott, warum sind denn hier so viele Leute? Oh, ich bin... Oh, okay, gut. Der Punkt ist schon weg. Super. Einmal hier über die Straße. Einmal hier über die Straße. Und einmal hier. ...180-Grad-Drehung, alles klar. Einmal hier über die Straße und rein hier ins... warum sind hier solche Fahrzeuge? Die kommen mir ja gar nicht bekannt. What the fuck? Gut, fahren wir mal hier in die Garage rein. Super. Oh, oh, das war knapp. Das war knapp. Steck doch die Waffe weg, Mann! Steck doch deine Waffe weg! Achso, wir müssen hier nach vorne. Okay. Hui! Oh. Okay, alles klar, das wäre jetzt dumm. Hey man! Tracy! Yo! Rein, raus, rein, jetzt wieder raus. Jetzt erstmal smoken. Amanda! Amanda! You better not be. Amanda. Fuck you, Michael. Go away. I'm paying that turd $150 an hour to fuck my wife in my own bed. Michael, go away. No, I'm sorry, bro. She said you had an arrangement. You and I are gonna have an arrangement. I'm gonna arrange your fucking funeral. I'm really sorry, bro. I'll comp the session. I promise. You are dead man. Fuck. Dead. Oh my God. Fuck, man. Hey, you. Stop it. What's up, man? Jetzt kommt der Franklin. Was ist los? Nothing happened. It was a misunderstanding. She fucked a prick in my back. No shitting. It wasn't like that. You ein Missverständnis. Fuck it, I'm in. Let's roll. Let's get this motherfucker. Just don't kill him. Oh mein Gott, was war das denn? Scheiße, Mann. Okay, anscheinend wird Amanda von dem Tennistrainer geprügelt. Boah, Alter, das ist schon echt hart. Das ist richtig hart. Oh. Wow.
Boah, das, was ist das denn für ein Handling, Mann? Los, 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 den kriegen wir, 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 den kriegen wir. The fuck is he? Oh, verpiss dich doch, Mann! Ah, Alter. Man, I think we lost his egg. He lives somewhere up in the canyon. We'll find him. Seriously? Wir haben ihn nicht eingeholt. Was ist das denn bitte? Boah, Mann, mit diesem Fahrzeug kann man ja gar nicht fahren. Gut, wir haben jetzt gerade irgendwie, wir haben, ich weiß nicht, haben wir die Mission jetzt komplett verkackt, oder? Was ist das denn für ein Pfahl? Was bin ich eigentlich für ein Fahrer? Dieses kleine... Hey, asshole! You ran off before we could settle our debts! Michael, bud! You got the wrong idea, man! Ja, genau. He's about to have a real clear idea where I'm coming from. There's a winch in the back of the truck. Nein! One of those supports up there. You finna pull this deck down? Hey, that prick pulled my marriage down. Man, you really gonna be this fucking dramatic? Yeah, whatever. I told you I comped the session, bud! Well, there were a lot of freaking sessions, bud. I'm thinking you were working on more than just her backhand. Boah. Mandy's backhand has come a long way, bro. But sometimes it's gotta get worse to get better. Yeah, well, maybe I should come up there and practice my backhand. On your face! Oh, bud, your negative energy is seriously bringing me down. Oh, I hope it is, bud. We hooked up, man. You come into my house, take my money, and nail my wife? Are you fucking kidding me? I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, bud. My bad. Seriously. How fucking magnanimous. May I please offer you my applause? You fucking motherfucker! Dude! And we'll see how you like it when someone fucks with your shit! Well, hey, wait! You got the wrong idea, pal! Whoa! Und jetzt? Fuck. Ach ja, okay. Here we go! Haha, let's see what happens! Oh my god! Probably crazy! Yeah, he gonna feel this, dog! Oh my god! Oh shit! You see this shit, dog? Okay, das so machen wir. Rache! Rache! Dieses kleine Arschloch, Vögel der Mander! Man, I think that shit's coming down, man! Was ist das für ein Trainer, Mann? Soll ich im Bett trainieren? Der soll Tennis trainieren. So. Ah! Fucking A! Let's see how he like that! Whoa, man! Fuck him! And fuck his deck! Hey, homie, I think you put a little more than a deck, man. That's a foolish man who builds his house on sand, baby. Hey man, I don't think my boy Matthew was thinking truck when he wrote that shit. Cut zurück zu Michaels Haus. Okay, machen wir das. Mr. DeSanta, what the hell? That's not my house! Bullshit. Oh bro, I couldn't afford a place like that. I'm a tennis coach, I hit balls for a living. I was just hiding there. Oh my god! You! Yes, death one! Green light! Green light! Schnell weg hier! Oder? Warte. Nein, wir machen das so. Wir werden einfach hier hin cruisen. So. Dann werden wir ein bisschen abbremsen. Dann werden wir so machen. Achso, oder wir machen das einfach so. Genau. Oder Michael schießt. Franklin. Achso. Ja, wir werden jetzt Franklin und dann... Ja, nice. Das ist ja... Noisy, doisy. Ja, es trifft auch, Mann. Come on, kid. Mann, bin ich schlecht. Oh, so. There you go. Verpissen Sie sich. Oh, das war, glaube ich, der falsche. Okay, der ist tot. Hey, let's go. Let's leave him behind. I got one. Der ist auch tot. Super! Okay. Achso, ich kann nicht rüber. Okay, go back to my house and think about this. Wow. Boah. Shit.
You did good. I mean, your aim's all over the place, but you were a help. Passt jetzt wirklich nach. I guess. Hey, don't get defensive. Go to a shooting range. Work on your aim. Wirklich? You'll do fine. Hallo? Können wir dich jetzt einfach fahren? Oh, fuck, man. Shit, you good? Fine as wine. I got a few knocks. You okay? Boah. I mean, you did good, kid. Scheiße. Cool, man. I mean, you. Mentally. Mentally? Oh, man. I'm fucking excellent. My heart ain't pumped like that in years. Oh, yes. Fucking A, Bubba. Man, you sound kind of manly. You just been greenlit by the Mexican underworld ambassador to Los Santos. Trust me, we handle it. Whoever the fuck Martin Madrazo is, I've known worse. We just handled a few low-ranking crimes. We sit on it, we see what happens. Kid, there's no use second-guessing. Boah, krass. Felt good. Oh, shit! Felt good, man. Woo! Yeah, doing something for a change. Ha! Whew. Hey, thanks for the help out there today, kid. Ob es das I wert had war? No idea it was gonna get that hot. Shit, pulling houses off the hillside sure has a weird way of fucking with people. Yeah, well, I thought I was through with all that shit. I don't know what the hell's going on. Oh shit, I think we're about to find out. Do you know who I am? Do you know who I am? Do you? No. Who are you? You? I think so. Good. I know who you are. I know where you live. Who are you? I'm Franklin. License. I'm Franklin. Now, Franklin, maybe help Mr. DeSanta here. Who am I? I think Martin Madrazo. Good boy. Now maybe give him a little of a background. Man, Mr. Madrazo... Mr. Madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a Mexican-American gang and a narcotic ring, but the charges were dropped because of the witnesses came up missing. Smart kid. Now, Michael, got a question for you. What did you pull an architectural, significant, modernist wonder home down the hillside in Vinewood Hills? I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. I wasn't thinking straight. Clearly. Yeah. Aww. Well, Natalia will need a hotel while you finance a rebuild, won't she? Sure. Good. And I'm guessing here that the rebuild will be somewhere in the 2.5 million range? Of course. Great. Boah. Ja, nochmal rauf, rauf. That's nice. Come on, man. Boah, man, Alter. Never better. So what now? Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Fuck. Ah, oh, man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money. I'm gonna have to give an old friend a call. Lester. Lester. I think he's in town somewhere. I'm gonna have to track him down. Just give me a little alone time, all right? All right, though. Fuck. Oh, krass. Bestanden. E-Beratung. Was? 84%, Missionszeit 10 Minuten 48. Ja, ich war nicht so schnell, nicht ein Kratzer. Hä? Aber ich hatte doch das Auto komplett zerstört. Naja, gut. 84% klingt doch super. Is this still the number for Lester Crest? Who's asking? Who's asking? Who's asking? You're awful cagey. Even for a dead man, Michael. Ooh, you don't sound good, buddy. Tactful and charming, even in death. Hey, come see me, old friend. I'm living in Los Santos, just like you. Marietta Heights. Whoa, whoa, wait. Hey, how do you... Hello? You fucker. Alles klar. Ja, wir haben
Ja, wir haben wieder ein paar neue Missionen, aber davor, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert mich, wenn ihr es noch nicht habt. Und ja, bis zum nächsten Mal.